Seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und natürlich auch Eladon, zu einer nächtlichen Tafelrunde. Zu einem nächtlichen Gespräch, zu einem nächtlichen Let's Play, kann man es ja fast schon nennen. Best of Casual Games habe ich mir hier ein kleines Spiel zugelegt, das ich jetzt in sehr unregelmäßigen Abständen nächtlicher Runde einmal hochladen möchte. Ich starte hier gleich mal den ersten Spielstand, einen Profilnamen eingeben. Das ist natürlich Sir Zwergi. Ja, heute werde ich mit euch über, nun ja, ein paar leichtere Themen reden. Unter anderem über diese Spiele hier. Dieses Spiel, also dieses DS-Spiel enthält, ihr seht es schon, 4 Spiele. 4 Casual Games. Die besten Casual Games. Und ja, ihr seht es auch schon. Ich filme das Ganze auf dem unteren Bildschirm ab, weil auf dem oberen Bildschirm in diesem Spiel sich nicht sehr viel aufhält. Also es findet nicht sehr viel statt auf dem oberen Bildschirm. Daher ist er etwas überflüssig. So, heute spielen wir so ein bisschen von den Games, was so ist. Und dann so werde ich eine angenehme nächtliche Runde mit euch abhalten. Ihr könnt gerne in den Kommentaren mitreden. Noch bin ich alleine hier in dieser Talk-Runde. Vielleicht bekomme ich eines Tages irgendjemanden mit dazu und wir machen mal eine nächtliche Tafelrunde zu zweit. Und ja, ich starte mit dem Spiel hier. Ein neues Spiel. Ich hoffe, die Melodie ist legal, weil normalerweise war das bisher bei DS-Spielen nicht das Problem, dass die Musik mir da irgendwas reingespielt hat. Eigentlich in der Regel. Mal sehen. Beim zweiten weiß ich es besser. So. Kennt jemand von euch dieses Spiel? Dann schreibt erst in die Kommentare. Das sind so ganz klassische Spiele. Das sind so, ihr hört Griechenland-Musik im Hintergrund, das wird vermutlich auch aus dem antiken Griechenland stammen, dieses Spiel, das Murmelspiel. Hat man dann so in Real Life so ein bisschen Murmeln geschubst. Ich habe das, muss ich zugeben an dieser Stelle, früher gesuchtet als Kind, also in meiner Kindheit, habe ich dieses Spiel nur gespielt, also bevor ich einen DS Lite hatte. Bevor ich überhaupt Konsolenspiele kannte, habe ich dieses Spiel gespielt. Und das waren so die ersten Spiele, die ich gespielt habe. Ich glaube, das war sogar das erste Spiel, was ich gespielt habe. Direkt das erste. Online habe ich das immer gespielt auf Seiten. Ich glaube, wie hießen die nochmal? 101 Spiele oder so. Die haben das immer angeboten. Schreibt mal, wer von euch das auch immer noch spielt. 101 Spiele. Spieleaffe oder sowas gab es da, glaube ich, auch noch. Und kein Produktplacement. Ja. Aber das habe ich früher rauf und runter gespielt. Das ist, wenn ich im Internet mal unterwegs war, dann gab es nichts anderes, was ich gemacht habe. Die ersten Spiele, Erlebnis habe ich wirklich mit diesem Sachen erlebt, also Pinball gehört da noch mit dazu, dann wäre das Ganze hier vollständig, würde ich sagen. Oha, ich bin am Verlieren. Sieht nicht gut aus für mich. Nein! Du hast das Spiel verloren. Na, knapp. Ja, war halt wirklich
eins der ersten Spiele überhaupt. Und da gab es ein Bild. Ich glaube es nicht, wie unterhalten man sich als Kind fühlt, wenn man so ein Spiel spielt. Ist auch immer noch unterhaltsam. Also ich finde das gerade hier verdammt unterhaltsam. Und da es auch irgendwie fordert, die Konzentration, vor allem Konzentrationsspiele, sollten auch mal Erwachsene spielen. Also Konzentrationsspiele sind jetzt keine falsche Sache. Die Musik ist genial. Ich habe das Spiel halt seit 10 Jahren nicht mehr gespielt. Sorry, Leute. So, was gibt's denn hier noch? Und das hier mache ich jetzt mal. Ja, ordentlich. So, dieses Format soll... Ah, jetzt habe ich es verstanden. Ja, das ist ein bisschen langwieriger, dieses Spiel, aber es soll ja auch für die Themen dienen, vor allem dieses Format. Also nachts mal kann man sogar, wenn man will, sich mal ein bisschen zurücklehnen und mal nicht aufs Handy gucken, mal nur meinem blöden Gelaber hier lauschen. Ja, ich finde, so blöd ist es gar nicht. Meine Erzählungen, gerade wie über meine Kindheit. Was? Schon gewonnen? Oh, nächstes Level. Meine Kindheitserzählungen lauschen. Oder meinen Themen, die ich so anspreche. Aktuelle Themen von A bis Z. Oh, andere Sachen hier zum Freischalten. Den Kopf muss man natürlich auch ein bisschen einschalten, wenn man das spielt. Kann ich nicht nur über ein Thema reden, muss ich auch ein bisschen mich konzentrieren. Und verrenken muss ich mich auch gerade ein bisschen wegen der blöden Kameraeinstellung, aber ja gut. So, hier die Brezel. Matrioschkas. Ruski. So. Oha, das war sogar ein Bonus. Bonus 1000. Kann ich mir davon irgendwas kaufen? Von den Punkten, irgendwelche Sondersachen hier fürs Spiel? Also, um ein bisschen über das Spiel noch zu reden, es enttäuscht mich jetzt ein bisschen, dass das Spiel, wie soll ich sagen, nur 4 Games hat. Also, es ist dann doch ein bisschen enttäuschend. Wie zum Beispiel hier, ich habe gesagt, Pinball könnte da noch drin sein. Also, ein Racing Teil hätte ich da mir auch noch gerne für erwünscht, also ich mir dort auch noch erwünscht. Ja. Solche, wie hießen die Spiele mal, Hill Racing oder sowas, solche, wo man mit einem Monster Truck irgendwie die Straßen langfahren musste und die Autos überfahren konnte, irgendwie in der Polizei entfliehen musste. Das erste GTA quasi sozusagen. Ein kindliches GTA. So. Schreibt mir mal in die Kommentare, was habt ihr so gespielt? An die Jüngeren von euch, was spielt ihr gerade so? Und wenn ihr mal nicht YouTube guckt, was sind eure Spiele? Vermutlich spielen die Jüngeren jetzt noch Konsolenspiele. Das ist ja jetzt nicht so, dass es keine Konsolen gäbe. Also bei mir gab es ja auch schon Konsolen, aber
meine Eltern haben mich halt so erzogen, dass ich noch keine Konsole bekommen habe. Also ich hatte halt noch, ich hatte kein Handy, ich hatte keine Konsole. Ich habe halt eine halbe Stunde, eine Stunde am Tag Online-Games gespielt, solche wie die oder wie das, was wir als erstes gespielt haben. War halt, stand halt nicht zur Diskussion. Was sollte ich auch mit einem Handy, was sollte ich mit einem 3DS, was sollte ich, 3DS gab es damals ja noch gar nicht, kam ja erst 2014 kam noch erst der 3DS und 2013. Ich bin noch ein 97er Jahrgang. DS Lite, der kam doch auch erst. Kam der nicht auch erst 20 irgendeine Zahl einstellig hinten dran? 2009, 2008. Und da waren halt diese Spiele, der Renner. Jetzt müsste ich das auch bald mal gewinnen, oder? Es ging doch vorhin so schnell. Matryoshka. Die habe ich auch immer geliebt. Mit denen habe ich gespielt. Hatte ja schon mal in einem 10-Fakten-Video erzählt. Meine Mutter kommt ja immer noch aus Litauen und ja. Wenn dein Opa in Litauen lebt, dann kann es passieren, dass der mal unter Umständen meine Matryoshka in die Hand kriegst. Das ist doch nicht so. Litauen ist jetzt nicht Russland, aber wenn ihr wisst, was ich meine. Im Baltik ist das nicht ganz unbekannt. In dieses Spielzeug. Ob Matryoshkas jetzt ein Spielzeug sind, weiß ich nicht so genau. Ich würde es als eines betiteln, aber jo. Mal sehen, wie lange ich hier noch spiele. Ich habe auch einfach als noch bevor ich das Internet entdeckt habe, ja, gab es auch die Zeit, als ich noch kein Internet hatte. Liebe Kinder, sowas gab es noch. Zeit, als ich noch nicht wusste, was das Internet ist. Und da habe ich halt einfach draußen im Sandkasten gespielt. Haben wir uns auf dem Hof getroffen und haben Steine getauscht. Haben wir Feuerwehrmann und Polizist gespielt, haben wir Cowboy und Indianer gemacht. Gewonnen! Wuhu! Ja, und haben uns halt auf einer frischen Luft unterhalten. Ja, in die frische Luft müsste ich auf jeden Fall jetzt auch mal ein bisschen. Würde mir, glaube ich, auch heutzutage nicht schaden. Mal ein bisschen mehr in die Luft zu kommen. Ja, ich würde mal sagen, das Video ist bestimmt schon lang genug, auch wenn ich es zurechtgeschnitten habe. Es soll ja auch nur ein kleines Unterhaltungsvideo sein, also soll nicht zu lang werden. Ja, selbe Prozedur wie immer. Däumchen, Abo. Kostenloses Abo, wenn ihr neu seid. Ja, habt noch einen angenehmen fürstlichen Abend. Gehabt euch wohl, man sieht sich in der nächsten Tafelrunde. Schlaft recht schön. Haut rinne.